So, liebe Freunde, liebe Morgen, ich begrüße euch ganz herzlich zur Pressekonferenz am zweiten Spieltag der zweiten Handball Bundesliga zwischen dem TV Hüttenberg und dem TuS Berndorf. Halbzeitstand 12:9 für den TV Hüttenberg, Endstand 31:20. Und wie es sich gebührt, das erste Wort gehört dem ersten Trainer, Herr Andersen. Erstmal schönen guten Abend, herzlichen Glückwunsch zu Hüttenberg und Johannes zum verdienten Sieg. Ich würde mal ganz klar sagen, auch in diese Höhe. Ich finde nach ein paar Anfangsminuten, wo wir keinen Zugriff gekriegt haben, finde ich nach 14, 18 Minuten, dass wir besser nachher standen, haben uns nachher zusammengekriegt. Wir wussten, dass es viel Druck auf uns zukommt, viel 1-1, viel Wanddistanz. Und das haben wir eigentlich in der ersten Halbzeit ganz gut hingekriegt. Wir wollten auch, da unser erster Spieltag war unser Abend ein bisschen gut, das wollten wir besser machen heute. Und das hat uns geglückt in der ersten Halbzeit. Aber dann hat zweite überhaupt leider kein Zugriff gekriegt. Und wir haben insgesamt über das ganze Spiel hinter die Formen zu wenig Zweikämpfe gewonnen. Das ist ganz klar. Und darum geht es ja heute, Tempo Zweikämpfe gewinnen. Und da war Hüttenberg einfach überlegen heute. Gerade von unserer eigentlichen Spielweise eigentlich über 60 Minuten enttäuscht. Wir haben kein Tempo gekriegt. Ballfluss, Breite und wie gesagt Zweikämpfe. Aber wir wissen auch, dass wir 7 neue junge Spieler sind. Das heißt, wir brauchen eben noch ein bisschen Zeit, um das zusammenzugehen, das wissen wir. So, wir bleiben immer noch geduldig und ruhig und arbeiten weiter und hoffen, dass es immer langsam besser wird. Das glaube ich auch. Das war ähnlich für letzte Saison. Da haben wir auch ein kleines Umbruch gehabt. Dieses Jahr noch größer. Aber heute war es eigentlich ein verdienten Sieg über 60 Minuten, da wo wir eigentlich nur kleine Phasen gehabt haben, um das Spiel spannend oder auch interessant zu machen. Danke. Vielen Dank, Herr Andersen. Dann ein Blick zu den Pressevertretern. Gibt es Fragen an Herrn Andersen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann gehen wir jetzt weiter zu unserem Trainer, Johannes. Zwei Spiele, zwei Siege. Deine Jungs grüßen von der Sonne, von Platz 1. Eine kurze Analyse. Ja, erstmal schönen guten Abend, vielen Dank für die Glückwünsche und als allererstes freue ich mich natürlich, dass wir heute wieder vor Zuschauern spielen durften. Das, was ich angekündigt habe, also diese Gänsehaut, die hatte ich direkt beim Einlaufen schon und das war einfach ein Wahnsinnserlebnis und super für mich und meine Mannschaft, dass wir diese Wand da hinter uns hatten und das war ein großer Faktor, warum wir uns, glaube ich, im Spielverlauf auch in so einem gewissen Flow und in so einem Rausch gespielt haben. Das ging eigentlich schon vom Spiel los tatsächlich. Da hat Henrik Schreiber das Wort nochmal ergriffen und hat eine Ansprache an die Jungs gehalten. Da habe ich auch Gänsehaut gekriegt, so eine emotionale und wahnsinnig strukturierte und gute Ansprache habe ich noch nie gehört vorher. Und das hat sich im Endeffekt dann in seinem Spiel auch wieder gespiegelt, was er da abgeliefert hat über 16 Minuten. Aber ich möchte so wie letzte Woche bei Wolle eigentlich jemanden herausheben aus dieser Mannschaft. Ganz ehrlich, das war eine fantastische Mannschaftsleistung. Durch die Bank weg, egal wer, jeder bringt sich dort ein, wo er gerade gebraucht wird, konzentriert sich und fokussiert sich vollständig auf die Aufgabe, die er hat. Und das ist einfach aktuell, macht das richtig Spaß, mit dieser Mannschaft zu arbeiten zum Saisonstart. Und wir nehmen das gerne mit. Du hast gerade gesagt, wir sind Tabellenführer, das ist richtig, ja, okay. Ich will nächste Woche wieder fokussiert arbeiten und mich auch noch vorbereiten in meiner Mannschaft. Und dann werde ich da auch wieder gewinnen. Also wir wollen versuchen, jedes Spiel zu gewinnen, aber wir wollen auch ähnlich bleiben. Jetzt haben wir 4 von 30 Punkten, sag ich mal, wenn man das messbare Ding erreicht. Das heißt, nach allem Wege fehlen dann noch ein paar. Und ich sag mal so, wir sollten den Moment genießen. Die Jungs sollen es auch genießen, aber dann ab Wochenstart, Montag auch wieder vollen Fokus auf die nächste Aufgabe und dann werden wir auch wieder das Beste geben, was uns steckt und versuchen, was nochmal was mitzunehmen. Vielen Dank.
ganz herzlich an Johannes. Wieder ein Witz und Pressevertreter. Gibt es Fragen an Johannes? Ja, Markus Wörser von der Kiesmann Gemeinde, bitte. Ganz kurz die Frage von Markus Wörser, die ist meine Meile, ob Moritz Zirk nur ein Teilwort hat und zwar sportlich offen oder wie du diese rote Karte für Zirk bewertest. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe in dem Moment eine Rücken zum Spielfeld gestanden und beim Mittwoch haben wir mit Dörmann gesprochen, über die eigene Taktik noch ein bisschen mitbekommen, von daher kann ich diesmal gar nichts dazu sagen. Bei Neuen war es definitiv eine rote Karte, ich habe es wirklich überhaupt nicht gesehen. Aber im Endeffekt, gut, keine Ahnung, was passiert ist, gehört immer zum Sport dazu, es ist schön, wie es sagen ist. Ich finde auch, Zirbi hat auch ein fantastisches Spiel gemacht und auch die ersten Minuten in Ludwigs Haben ist auch unterstützt und er kommt aus der Verletzung, das dürfen wir nicht vergessen. Und ich glaube einfach, ja, gehört zum Sport dazu und schauen wir mal, wie lange seine Serie da ist. Vielen Dank, Johannes. Weitere Fragen an Johannes? Das ist nicht der Fall. Dann gehen wir zu unserem Spieler über, der heute mit dabei ist. Unsere Nummer 13, Ian Weber. Ian, für dich war es auch ein ganz besonderes Spiel. Nicht nur für die Youngster, Niklas Theis, Philipp Schwarz, die ihr Debüt hier im Sportzentrum Wittenberg vor Zuschauern gegeben haben. Auch du hast das Debüt hier heute gegeben. Nimm uns noch ein bisschen mit, wie war deine Gefühlslage heute? Ja, aber es war herzlich willkommen. So, schönen guten Abend von mir. Erstmal mit Zuschauern hier. Ich habe schon mal das Glück, ohne Zuschauer letzte Saison gegen Wilhelmshaven machen wir das erste Spiel auch hier. Aber trotzdem war es heute was ganz Besonderes. Also, ich habe schon immer gehört, aber auch dann selber schon mal hier den Zuschauern, wie toll es ist. Und ich wurde nicht enttäuscht. Also, ich muss nur sagen, es war eine super Stimmung.